Wir sind hier oben auf dem Government Building in Tokio, einfach Richtung Shinjuku fahren und dort könnt ihr zum Observatory hochfahren. In der 45. Etage habt ihr eine mega Aussicht und das Beste ist, es ist umsonst. Wir empfehlen euch hier mal zum Sunset hinzukommen, weil wie ihr gerade sehen könnt, geht die Sonne unter und hat eine mega Aussicht hier über komplett Tokio. Lucky, lucky, lucky me, oh, oh, oh. Lucky, 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 I won't let the door hit when I leave. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, von Flenganka. Heute ist Tag 8 hier in Japan. Wahnsinn, dass wir schon über eine Woche hier sind. Wir sind durch den Südwesten des Teils in den letzten Vlogs gereist und jetzt sind wir in Tokio. Heute ist für uns Tag 2 hier in Tokio. Wir nehmen euch immer mit und heute schauen wir uns Shibuya und Shinjuku an. Shibuya ist ein weltberühmter Distrikt. Wenn ihr wissen wollt, was man da so alles sehen kann, bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Falls ihr neu hier seid, wir sind Miki und Anka, Flying Anka, und wir leben in Spanien. Mein Mann ist vor über 25 Jahren ausgewandert und ich vor mittlerweile 11 Jahren. Und wir leben auf dem Festland in Spanien in der Region von Alicante, Murcia. Wir nehmen euch in unserem Alltag mit in Spanien, wir nehmen euch mit auf unseren Reisen, denn wir reisen mit unserem 5 Monate alten Baby. Wenn ihr wissen wollt, ob man mit Baby verreisen kann, bleibt auf jeden Fall dran. So, wir sind jetzt in Shibuya angekommen. Unser allererster Stopp ist heute die Hachiko-Figur. Habt ihr den Film gesehen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und wenn ja, wie fandet ihr ihn? Ich bin da ehrlich, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich weiß, um was es geht. Und deswegen habe ich es nicht gesehen, weil ich finde sowas einfach traurig. Allerdings haben wir gesagt, wenn wir zurück nach Hause kommen nach Spanien, werden wir uns den Film nochmal angucken. Einfach jetzt als Erinnerung, weil wir ja auch gerade hier in Japan waren. Ja. Wir haben uns gerade angestellt und wir haben ein schönes Foto von uns machen lassen. So, und jetzt gehen wir auch zu dem Starbucks-Café und werden von da versuchen, ein Foto zu schießen und ein bisschen zu filmen, damit ihr es besser sehen könnt. So, Schatzi, jetzt ist der Moment. Wir überqueren jetzt die weltberühmteste Kreuzung der Welt. Man fühlt sich hier wie eine Ameise, meine Güte, wie viele Menschen. Aber wir haben Glück gehabt, dass heute ist nicht so viel los wie sonst, weil es halt keine Hochsaison ist. Wenn man hier im Sommer herkommt, kann man hier kaum geradeaus gehen, weil es sind echt sehr viele Menschen hier, meine Güte. Wir befinden uns jetzt hier an der weltberühmtesten Kreuzung der Welt, hier in Shibuya in Tokio. Ihr müsst einfach unten gegenüber von der Hachiko-Figur die Straße überqueren, da sieht man schon den Starbucks. Unten müsst ihr auch bestellen und dann könnt ihr hochgehen in die zweite Etage und die Aussicht genießen. Jetzt fahren die Autos, gleich wird es wieder richtig voll von Menschen. Ich war mit meiner Frau schon mal in New York im Times Square und sie war sogar schon zweimal da. Und wir müssen sagen, dass gefühlt trotzdem mehr Leute da sind als hier. Also man sagt, dass es wirklich hier die meist übergangene Kreuzung der Welt ist. Aber vielleicht haben wir jetzt heute nicht so den mega busy Tag erwischt, aber es ist trotzdem weniger als gedacht, sage ich mal so. Vielleicht, wenn man hier in der Hauptsaison herkommt, im Sommer, wenn mehr Touristen hier sind, ist es vielleicht noch mal doppelt so viel, aber heute ging es noch so. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, sag ich mal so. So, wir haben uns jetzt was Leckeres im Starbucks gegönnt. Ihr könnt hier auf die zweite Etage hochfahren und von da aus die Sicht genießen. Wir hatten natürlich Glück, die Sonne schien gerade, das heißt, es war richtig schön. Und direkt hier gegenüber, wenn wir jetzt wieder die Straße überqueren, kommen wir zum Magnet und da könnt ihr ganz bis nach oben fahren und für nur 500 Yen die Aussicht von oben genießen. Also wir haben gehört, dass es schöner sein soll von etwas weiter hoch, deswegen haben wir gesagt, wir gucken uns das Ganze mal an und testen das für euch. Wir fahren jetzt für euch hoch und genießen die Sicht von oben. Gegenüber ist das Magnet-Einkaufszentrum und wenn ihr ganz bis nach oben nach R fahrt, zur Rooftop, habt ihr hier eine mega Aussicht. Und den Eintritt muss man symbolisch quasi zahlen. Man bekommt dann ein Getränk dafür. Also wir haben jetzt ein Getränk bekommen und haben jetzt 550 Yen bezahlt für ein nicht alkoholisches Getränk. Und schauen uns jetzt die View von hier oben an. Wir sind immer noch hier im Einkaufszentrum. Wir haben von oben eben die Aussicht genossen.
Und jetzt gehen wir auf den 6. Etage, uns noch was angucken, denn Mickey wollte hier noch was sehen, das zeigen wir euch jetzt. Wir gehen jetzt in einen One-Piece-Laden rein, das ist eine berühmte Anime-Serie und die habe ich als Kind sehr gerne geguckt, deswegen finde ich das ganz cool, einmal die Chance zu haben, hier reinzugehen. So, genug jetzt von der Kreuzung und von den Viewpoints, das war auf jeden Fall eine Mega-Experience. Jetzt geht es auf die andere Seite von der Kreuzung, zu dem Shopping Mall 109. Das soll eines der besten Shopping Malls der ganzen Stadt sein. Deswegen werden wir mal kurz reingehen, einmal schauen, was es da so gibt. Und dann geht es auch schon weiter. Also wenn ihr shoppen wollt, dann auf jeden Fall mal ins Shibuya 109. Und wenn ich jetzt mal vorbeigehen und es euch anschauen, dann ist es wirklich ein riesengroßes Einkaufszentrum. Für uns geht es jetzt weiter nach Parco. Wir haben ein bisschen eine Route gemacht Richtung Yoyogi Park, denn auf dem Weg dahin haben wir noch mehrere Stops und wir machen jetzt den ersten Stop am Parco. Wenn ihr wissen wollt, was ihr im Parco sehen könnt und auch danach, bleibt auf jeden Fall dran. Das Schöne ist, auf dem Weg von dem 109 Shopping Mall bis zum Parco läuft man durch die Innenstadt, durch die Gassen und hat so die Chance, sehr viel zu sehen. Wir sind da am Parco Einkaufszentrum und es waren wirklich nur 4 Minuten zu Fuß. Wir wollen hier zu zwei Orten. Einmal zum Nintendo und einmal zum Pokémon Center. Auf geht's ab in die 6. Etage. Wie cool ist das bitte? Ich habe als Kind sehr viel Nintendo gespielt, also ist das für mich ein kleines Paradies. Jetzt sind wir an einem Ort mit einer der bekanntesten Sachen, die es überhaupt hier in Japan gibt. Für Kinder, Jugendlichen oder für viele Leute auf der ganzen Welt. Das hat mit Anime zu tun. Habt ihr schon erraten? Ich meine natürlich die Pokémon. An alle, die da draußen sind, an alle Pokémon-Fans, wenn ihr herkommt, hier gibt es wirklich alles Mögliche von Fanartikeln und Souvenirs. Also macht euch bereit. Wir sind 15 Minuten zu Fuß zur Harajuku-Station gegangen. Alternativ könnt ihr auch den Subway nehmen. Und wir sind jetzt hier und wollen direkt Mittagessen an der Takeshita-Dori Street. Und direkt gegenüber befindet sich der Yoyogi Park und auch der Meiji-Schrein. Da wollen wir danach dann hin. Wenn man möchte, kann man bei dem Shibuya Square, das heißt in diesem Downtown da hinten, wirklich den ganzen Tag verbringen. Wenn man auch richtig in jeden Shop reingeht, in die Shopping Malls, die zwei, drei, die es da gibt, auch komplett einmal besichtigt. Es gibt auch viele Viewing Points da, die super interessant sind. Aber wir haben heute mehrere Sachen übersprungen, weil wir das Kind dabei haben und so. Und wir haben auch schon viel gesehen. Es reicht erstmal für heute. Wir haben jetzt auch großen Hunger, deswegen gehen wir etwas Kleines essen. Danach gehen wir in den Yoyogi Park und dann geht für heute die Reise weiter. Wenn ihr hier nochmal angekommen seid, ist nochmal so eine Art wie Downtown. Das heißt Shopping Street und noch mehr Geschäfte und noch mehr Restaurants. Einfach hier die Straße runtergehen und da sind tausende von Menschen, tausende von Läden und das gleiche wiederholt sich bestimmt 10-mal. Und direkt hier an der Station habt ihr auch ein Igel- und Hamster-Café. Also hier gibt es wirklich viele verschiedene verrückte Cafés, ob mit Puppies, also mit Hunden, mit Katzen, mit Igeln, Hamstern, Schweinchen, es ist wirklich alles vertreten. Schaut euch mal an, was euch interessiert und da könnt ihr einen Stopp machen und gerne was essen und trinken. Und ganz wichtig, online auf jeden Fall vorher reservieren. So, wir sind jetzt an der Straße angekommen. Jetzt suchen wir nach etwas Leckerem zu essen. Auf jeden Fall essen wir heute mal keinen Ramen, auch kein Okonomiyaki. Da haben wir jetzt zu viel von gehabt die Tage. Also das hängt mir langsam aus den Ohren raus. Mal sehen, was wir so noch finden, was wir bis jetzt noch nicht probiert haben. Es gibt ja tausende von Sachen hier. Das ist eines der schönen Sachen in Japan. Es sind so viele Restaurants hier an den Ecken und die machen so viel anderes Essen, dass man nicht in den typischen japanischen Restaurants in Europa kennt. Viel Streetfood, auch viele richtig schicke Restaurants. Deswegen einfach durch die Gassen laufen und das Erste, was einem gefällt, einfach reingehen und essen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben Platz gefunden für den Nachtisch. Aber wenn man hier sieht, dass das sehr typisch in Japan ist, das haben wir schon gestern gesagt,
In den guten Lokalen, in den guten Plätzen ist immer viel los und man muss immer sehr viel Schlange stehen. Also ich glaube, da vorne stehen so locker 20, 30 Menschen, wenn nicht noch mehr, an und um Cap zu bestellen. Das ist verrückt. So, wir wissen jetzt, wo wir angekommen sind, und zwar in der Takeshita Dori Street. Hier gibt es überall ganz viel buntes, verrücktes Essen und wir wissen gar nicht, was wir uns aussuchen sollen, weil es einfach zu viel Auswahl hier gibt. Ich bin leicht überfordert, mal gucken, wofür wir uns heute entscheiden. Hier gibt es auch diese kunterbunten Zuckerwatten und ihr kennt bestimmt dieses Symbol von WhatsApp. Und dafür ist es nämlich hier berühmt, ihnen so eine Art Becher zu bekommen. Hier ist direkt der Eingang von der Takeshita Dori Street. Hier richtig gut zu essen ist gar nicht so einfach, weil sehr viel los ist. Man muss überall Schlange stehen. Die Leute wissen halt schon, welche die guten Restaurants sind. Deswegen versucht irgendwie ein bisschen in die Nebengassen zu gehen, weil da geht das Ganze bestimmt ein bisschen schneller. Und hier einfach mal durchlaufen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier einen japanischen Crepe kaufen oder irgendwas anderes Süßes. Aber da müsst ihr auf jeden Fall mit einer langen Schlange rechnen. Wir haben uns was Leckeres zu essen bestellt. Und zwar sind wir hier bei Long Longer the Longest. Schaut euch diese Kartoffel an. Auf dem Spieß ist ja ultra lang. Wir haben uns die allerlängste bestellt hier aus Japan und die genießen wir jetzt. Ich habe mir noch was ganz Freakiges bestellt. Es sieht nicht so appetitlich aus, aber es soll ganz normal schmecken. Das ist ein Sandwich mit kunterbunten Rainbow Cheese. Ich beiß mal rein, mal gucken, wie das Ganze aussieht. Snack, auf jeden Fall mal cool hier einen Stopp zu machen und es zu probieren. Aber Hunger auf den Crepe habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. So, die Sonne ist rausgekommen. Wir gehen jetzt unsere zwei nächsten Stops an. Nächster Stop ist mal der Yoyogi Park und von da aus wollen wir uns dann die Meiji-Schrein angucken. Der Yoyogi Park ist der bekannteste Park hier aus Tokio. Der ist riesig groß. Wir drehen da jetzt mal eine Runde, denn das ist so der Park, wo die Leute am Wochenende auch viel hinkommen und einfach ein Picknick machen und einfach raus aus der Großstadt. Man könnte sagen, dass der Yoyogi Park so eine Art wie Central Park in New York ist. Der ist natürlich viel kleiner, aber trotzdem, wenn man in einer Großstadt lebt, wo wenig grüne Flächen sind, tut es gut, mal hierher zu kommen und einfach ein bisschen abzuschalten. So, mitten im Yoyogi Park, wenn man immer weiter geht, kommt man hier automatisch am Meiji-Schrein an. Es ist echt groß, muss ich sagen. Und man kann hier auch auf so ein paar Zetteln seine Wünsche draufschreiben, ein bisschen Geld reintun und sich dann etwas wünschen und das hier lassen. Das ist eine schöne Idee auf jeden Fall. Wenn ihr herkommt, schreibt eure Wünsche auf und wünscht euch was Schönes. Wir sind jetzt in Shinjuku angekommen und hier soll es einen Spot geben, den wir von dem Tourist Office empfohlen bekommen haben. Denn hier ist ein Spot oben auf einem Gebäude, wo wir umsonst hochgehen können und die Aussicht genießen können. Hier über Tokio, und da wollen wir jetzt hochgehen, nehmen wir euch natürlich mit. Also ich glaube, wir sind hier in einem Business District, weil hier laufen wirklich überhaupt keine Touristen rum. Wir sind die Einzigen hier. Hier laufen nur Leute mit Anzügen rum, sehr schick gekleidet. Und auch die ganzen Gebäude hier alle aus Glas und Stahl, sehr modern. Also es ist eine Art wie Finance District, glaube ich. Das werde ich nachher nochmal googeln. Ist aber auf jeden Fall cool, mal herzukommen, weil man kommt ein bisschen so aus dem ganzen Trubel raus und kann hier mal ein bisschen gechillt durch die Stadt laufen.
Also ich muss gestehen, ich habe Höhenangst in Gebäuden und in Brücken, in Strukturen. Also ich habe hier wirklich nicht viel Spaß dran. Ich gehe quasi überall hoch. Ich war jetzt schon im Burj Khalifa, ich war in den Petrona Towers, in Malaysia, jetzt bin ich hier oben. Aber ich schwitze wirklich vor Angst. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass die Dinge einbrechen oder so. Keine Ahnung. Ich bin Pilot, also ich fliege Flugzeuge. In Flugzeugen fühle ich mich absolut sicher. Habe ich überhaupt keine Angst. Aber in Gebäuden, ich bin pitschnass geschwitzt. Also es ist schwer zu erklären, aber es ist wirklich so. Aber von hier oben muss ich sagen, die Aussicht ist mega. Man sieht wirklich die ganze Stadt. Es ist, ich sag mal so, sehr zentral gelegen, das Gebäude. Und der Eintritt ist umsonst. Wir sind hier oben auf dem Government Building in Tokio, einfach Richtung Shinjuku fahren und dort könnt ihr zum Observatory hochfahren. In der 45. Etage habt ihr eine mega Aussicht und das Beste ist, es ist umsonst. Wir empfehlen euch, hier mal zum Sunset hinzukommen, weil wie ihr gerade sehen könnt, geht die Sonne unter und hat eine mega Aussicht hier über komplett Tokio. Schaut mal, da hinten sieht man sogar den Yoyogi Park, das ist ja riesig. Mega Sonnenuntergang, guckt euch das an. Wir sind jetzt hier in Shinjuku und wie ihr eben schon gesehen habt, gibt es hier viele, viele große Gebäude. Dementsprechend wird es auch als Skyscraper-Distrikt beschrieben. Und hier gibt es eine besondere Straße, wo man gut essen kann. Da wollen wir jetzt hingehen, viel Streetfood und so. Und hier gibt es auch ganz, ganz viele Karaoke-Bars, viel Neonbeleuchtung und wir gucken uns das Ganze jetzt mal für euch mit euch zusammen an. Boah, heftig. Wir haben gedacht, wir haben bis jetzt das Größte schon gesehen, heute Morgen mit Shibuya. Aber es wird irgendwie jeden Tag größer und größer und größer. Also es ist ein Mega-Distrikt. Also es ist wirklich sehr überraschend, weil alles wird immer größer, immer voller. Also hier ist wirklich alles voller Leute. Also wir waren ja gestern schon überrascht, weil wir sehr viele Menschen gesehen haben und es war schon alles sehr groß. Heute Morgen Shibuya waren wir überrascht, weil alles noch größer war. Und jetzt? Voller. Ja. Und jetzt? Jetzt sind wir hier in Shinjuku und es ist noch größer, noch voller, noch mehr Menschen, es ist echt überragend. Es wird also immer mehr. Richtig krass, Tokio ist echt eine Weltstadt, Wahnsinn. Also wenn ihr sehen möchtet, was für eine riesengroße Stadt Tokio ist, dann müsst ihr hier nach Shinjuku kommen, weil es ist einfach mega. Die ganzen großen Gebäude, die hier stehen, die Wolkenkratzer mit den Lichtern und diese Neonlichter und diese Tausende von Menschen, die einem hier fast über die Füße laufen, ist schon krass, muss ich sagen. Aber mega. Also es gefällt uns jeden Tag mehr. Also erstmal sieht es aus, als wenn wir hier Weihnachten sind. Dann schaut man die Beleuchtung hier von den Bäumen. Richtig schön gemacht. Und man denkt ja schon, dass Times Square so wow mit den vielen Lichtern ist, aber das übertrifft hier einfach alles, es ist so krass. So viele Reklamen und Lichter, Plakate, das ist echt der absolute Wahnsinn. Also wir glauben, dass bis jetzt hier dieses Viertel das Beste ist zum Essen, was wir jetzt hier gesehen haben. Weil an jeder Ecke sind richtig viele Restaurants und die sehen alle ganz schick aus. Wir sind hier in Shinjuku und suchen gerade die Omoide Yokocho. Das ist nämlich eine Area, wo man hier richtig gut essen kann. Und wir sind hier umgeben von Wolkenkratzern, von vielen Lichtplakaten. Es hat einfach kein Ende, es ist überall. Wir haben sie gefunden, die Omoide Yokocho, direkt hier hinter uns. Und es ist eine kleine Gasse mit vielen Restaurants und wir gehen jetzt mal rein, schauen das Ganze an. Aber irgendwie habe ich gedacht, das ist eine richtig große Straße oder so, habe ich mir total anders vorgestellt. Aber gut, auf geht's. Okay, let's go into the underworld. Es ist wirklich eine Mini-Straße, aber es ist einfach die absolut coolste Straße, die wir bis jetzt gesehen haben. Die ist wirklich breit, so breit wie drei Menschen, glaube ich. Hier kommt überall Qualm raus, also weil hier wirklich rechts und links überall gegrillt wird. Also es riecht überall nach Essen, zum Teil ist es sogar warm, ein bisschen stickig, wenn man an einigen Restaurants vorbeigeht wegen dem Feuer.
aber es ist mega, sehr traditionell. Also in die meisten Restaurants, die hier sind, da passen wirklich nur 4 bis 5 Leute rein. Man ist sehr gequetscht. Alle sind nebeneinander, ganz eng so an der Theke. Und was hier sehr üblich ist, das sind die Stäbchen. Ich zeige euch mal welche. Hier. Und hier wird halt überall gegrillt und deswegen riecht es auch überall sehr lecker nach Essen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine enge Gasse. Ich glaube, hier passen gerade mal so 3-4 Menschen nebeneinander durch. Es ist aber schön hier, sehr, sehr, sehr traditionell. So, wir gehen jetzt weiter. Wir haben uns das Ganze mal angeschaut. Es ist überfüllt und viele Menschen, weil es passen wirklich nur 3-4 Leute teils in die Restaurants rein. Und wir haben einen Kinderwagen und ein Baby dabei und es war auch ein bisschen stickig wegen den vielen Qualm. Das heißt, wir gehen weiter und finden jetzt ein schönes Restaurant zum Abendessen, um auch den Tag zu beenden, das Video. Und wir sehen uns morgen dann wieder. Das ist das, was ich meinte. Wir wollten jetzt eigentlich essen gehen. Wir sind einmal nach rechts gegangen und boom! Alles ist nochmal größer und viel bombastischer, mehr Menschen und nochmal viel mehr Lichter. Krass! Egal wo man hingeht, egal wo man hinguckt, es sind hier überall Lichter ohne Ende. Voll krass. Wir sind hier kurz um die Ecke gegangen und es wird immer bombastischer. Also diese Stadt hört nicht auf. Wahnsinn. Und wir sind hier gerade in einer Straße, da gibt es etwas ganz Berühmtes. Mal gucken, ob ihr das kennt. Ich zeige euch das mal. Naja, wir sind jetzt hier unter dem großen Godzilla. Wir haben hier heute eine Pizza gegessen, weil wir hatten keine Lust mehr auf japanisches Essen. Wir haben jetzt wirklich die ganze Woche nur Ramen gegessen, ganz viel Fleisch. Ich habe ein bisschen Fisch probiert, weil wir sind beide nicht so die Fischesser, aber wir hatten jetzt keine Lust mehr darauf. Deswegen haben wir heute eine schöne, leckere Pizza gegessen. Die war wirklich gut. Falls ihr wissen wollt, wo die ist, das ist hier unter dem Hotel Gracery, da wo die Godzilla-Statue ist. Da vorne links von mir. Da ist so ein italienisches Restaurant, da kann man eigentlich ganz gut essen, da gibt es gute Pizzas, auch Pasta. Es war ganz gemütlich und war auch nicht so teuer. So, wir drehen noch mal eine letzte Runde zurück und beenden somit auch den Tag. Es ist schon spät, es ist schon dunkel, wir werden jetzt gleich ins Hotel fahren. Wir sind immer noch geflasht, wir müssen das Ganze von heute erstmal verarbeiten, weil das war richtig viel Information, viel zu sehen heute. Genau. Und wir werden uns morgen wieder melden mit einem neuen Tag hier aus Tokio. Wir nehmen euch hier mit, zeigen euch viel und wir wünschen euch erstmal einen schönen Abend. Liebe Grüße aus Japan und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonnieren und liken nicht vergessen und ganz, ganz liebe Grüße aus Tokio.